Frau Psarides. Sie sind seit vielen Jahren die Ehefrau von Harald Psarides. Da kennt man sich ja sicher sehr gut. Und er hat ja gesagt, habe ich gelesen, dass er durch Sie große Unterstützung erfahren hat, um seinen Weg zu machen. Was zeichnet Harald Psarides aus? Ja, Harald ist ein Mensch, der 100% authentisch ist. Das ist eigentlich, wenn ich es auf den Punkt bringen möchte, genau das. Das, was er in seinen Seminaren erzählt, das, was er in seinen Seminaren bringt und den Menschen mitgibt, ist genau das, was er lebt. Leadership ist für ihn eine Lebenseinstellung. Und für mich ist der Harald auch sehr wertvoll, weil er ein Kamerad ist. Ich kann mich auf ihn 100% verlassen und wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir haben ja nicht das erste Unternehmen, das wir jetzt im Aufbauen sind oder was wir aufbauen. Er lebt es vor und das schätze ich auch an ihm. Was haben Sie an herausragenden Erlebnissen mit ihm erlebt, die ihn auszeichnen? Wow, das ist die Frage, wo fange ich da jetzt an? Das Interessante ist ja, dass Harald und ich seit 20 Jahren auch zusammenarbeiten. Wir haben uns eigentlich beruflich kennengelernt und sind dann sehr bald draufgekommen. Eigentlich wollen wir beide dasselbe. Wir wollen weiterkommen im Leben, wir wollen mehr erreichen, weil wir beide aus eher ärmlichen Verhältnissen gekommen sind. Und so ist sehr früh schon der Plan entstanden, gemeinsam Dinge zu tun und umzusetzen. Ihr könnt hunderte von Geschichten erzählen, wenn ich sage, was genau, sind es die Dinge, dass ich mich immer auf ihn verlassen habe können. Oft ist es so, und das habe ich selber im Berufsleben jeden Tag erlebt, in der Tagesarbeit, dass Männer oft das Problem haben, wenn Frauen Karriere machen wollen, dass sie so ein bisschen gebremst werden. Das hatte ich nie. Der Harald hat mich immer unterstützt, genauso wie ich ihn unterstützt habe, weil ich gesagt habe, er muss seinen Weg gehen. Das heißt, bei uns ist es so ein Geben und Nehmen und jeden seine Erfüllung im Beruf auch finden zu können und ihn nicht einzusperren oder in Vorgaben zu machen, wie soll ich sagen, Regeln zu geben. Ja? Das war jetzt nicht so gut. Wie war die Frage eigentlich? Ihr schneidet es eh raus, gell? Was war die Frage? Was Sie an herausragenden Erlebnissen mit ihm erlebt haben. Das haben Sie mir jetzt kalt abgeschossen. Herausragende Erlebnisse. Ich könnte das dazu sagen, wir machen eine Klappe dazu sagen. Ja, also ich möchte vielleicht mit einem herausragenden Erlebnis beruflich und weiterbildungstechnisch beginnen. Wir haben gemeinsam in Amerika die Life Mastery von einem großen amerikanischen Trainer gemacht und wir haben dort sehr viele Dinge gemeinsam machen müssen, als Buddy, als Team. Und obwohl wir uns schon sehr gut gekannt haben, habe ich ihn dort noch mehr oder näher kennenlernen können, weil wir gemeinsame Übungen gemacht haben, weil wir gemeinsam noch detaillierter unsere Ziele festgelegt haben und die Ziele, die wir festgelegt haben, auch alle einzeln erreicht haben. Das heißt, dass vielleicht im beruflichen Bereich er ist für mich immer ein Vorbild gewesen, wenn es um die berufliche Tätigkeit gegangen ist, weil er genau eben das, was er erzählt hat, mir, seinen Führungskräften, auch vorgelebt hat. Und privat ist er jemand, der, wie soll ich das sagen, der hat so ein bisschen den Schalk im Nacken. Ja? Man erkennt sofort, wenn irgendwo wieder was plant, ob das jetzt eine Überraschung ist, er kann dann so nicht zurückhalten. Ja? Man merkt es an seinem Gesichtsausdruck dann ganz einfach. Ja, ein toller Mensch. Wenn Sie mal so nachdenken, was würden Sie an ihm ändern wollen? Boah, gar nichts eigentlich. Na doch, er kommt immer sehr knapp. Und das ist was mich sehr nervös macht. Er ist immer pünktlich, aber nervlich bin ich dann eher immer sehr angespannt, weil ich bin jemand, der gerne eine Viertelstunde früher da ist. Und er sagt, wenn um 10 Uhr Termin ist, dann ist um 10 Uhr Termin. Dann reicht es, wenn ich eine Minute vor 10 da. Das wäre das Einzige. Aber das ist so liebenswert an ihn. Und wir haben uns in den letzten 20 Jahren arrangiert. Das heißt, ich weiß das und so sage ich ihm Termine halt so, dass wir immer Viertelstunde Puffer haben. Wobei, das hat er jetzt auch schon durchschaut. Und was würden Sie an ihm nicht ändern wollen? Auf gar keinen Fall. Seine Lebenseinstellung, seine positive Lebenseinstellung würde ich nicht ändern wollen. Seine Kameradschaft
und seine Verlässlichkeit. Wenn ich das so in Eigenschaftswörtern aussprechen soll. Das war ein sehr schönes Interview und auch ein sehr schöner Schluss. Ich bedanke mich für das Gespräch, Frau Psarides. Dankeschön.